So ein Standardcontainer ist etwa 12 Meter lang und kann mit 28 Tonnen beladen werden. Nirgendwo sonst in Deutschland kann man so gut zeigen, dass unsere Wirtschaft aktuell brummt wie nix. Wir kommen vom Container Terminal der Hamburger Hafen Logistik AG. Hier werden die Schiffe mit einer raffinierten Logistik beladen. Schließlich soll der Kahn nicht umkippen oder zerbrechen. Die Container müssen gegen hohen Seegang gesichert werden. Und es hat auch keinen Sinn, die Container, die als erstes wieder von Bord müssen, ganz unten zu stapeln. Aber es gibt auch andere Nachrichten. Der deutsche Staatshaushalt hat zwar einen gigantischen Überschuss, aber unsere Regierung will lieber Schulden tilgen als investieren. Und die Gewerkschaften kündigten schon jetzt eine harte Lohnrunde an. Herr Schickentanz, kann das alles unsere Konjunktur abwürgen? Nein, zumindest nicht in den kommenden ein oder zwei Jahren. Lohnerhöhungen sind, glaube ich, nach dem wirtschaftlichen Aufschwung, den wir jetzt die letzten Jahre gesehen haben, fast eine Selbstverständlichkeit. Natürlich sollen auch die Arbeitnehmer am wirtschaftlichen Aufschwung partizipieren. Schwierig wird es erst dann, wenn diese Lohnerhöhungen sich jetzt tatsächlich über Jahre hinweg fortsetzen und dann eben die Lohnkosten in Deutschland deutlich verteuern. Denn das würde dann tatsächlich Wettbewerbsfähigkeit kosten. Lohnkosten sind schließlich der wichtigste Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. In den GroKo-Sondierungsgesprächen hat man sich auf eine 50-50-Aufteilung der Krankenversicherungsbeiträge geeinigt. Was heißt denn das? Das bedeutet natürlich, dass die Arbeitgeber ein Stück weit zusätzlich belastet werden, dass auch die Agenda 2010-Reformen weiter zurückgedreht werden. Das hatte die Große Koalition ja schon in den letzten 4 Jahren gemacht. Das ist mittel- bis langfristig sicherlich keine gute Nachricht für die deutschen Unternehmen. Wenn das jetzt alles so ist, was heißt das? Soll ich meine Aktien lieber abstoßen und Kasse machen? Nein, die Börsianer sind ja tatsächlich eher kurzfristig orientiert. Die schauen sich an, wie die Unternehmensgewinne 2018, 2019 sich entwickeln. Und da sieht es tatsächlich gut aus, dass wir nochmal 6-8% Gewinnplus bei den Unternehmen sehen. Von daher ist die Aktienhosse noch nicht vorbei. Es macht keinen Sinn, jetzt schon Aktien zu verkaufen. Wenn ich noch keine Aktien habe, wie kann ich dann einsteigen? Ja, dann sollte man auf jeden Fall einen Aktienanteil in seinem Depot aufbauen. Das kann man zum Beispiel kontinuierlich über einen Wertpapiersparplan tun oder wenn man einen Einmalbetrag zur Verfügung hat, gerne auch über einen Dachfonds. Ein Dachfonds hat eben den Vorteil, dass er sozusagen die gesamte Vermögensallokation übernimmt. Das ist sozusagen eine Art Vermögensverwaltung. Ich muss mich dann um nichts mehr kümmern. Vielen Dank, Herr Schickentanz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.